Also ich habe das Gefühl, mir fallen die Haare aus. Guckt mal an, ey. Guckt euch das mal an. Ich habe total dünnes Haar. Ich glaube, ich muss meine Eisendosis erhöhen. So, was haben wir hier? Eisen. Ich erhöhe mal, glaube ich, ein bisschen die Dosis. Wenn wir schon mal dabei sind, machen wir Magnesium hinterher. Dann Vitamin C. Weil uns Veganern ja Jod fehlt, auch noch Jod mit hinterher. B12, ganz wichtig. Und was wir Veganer ganz wichtig supplementieren müssen, ist auch Proteinpulver. Oh mein Gott, verdammt. Ich glaube, mir fehlt Vitamin D. Ich habe kein Vitamin D. Oh Gott, ich merk's. Oh! Kennt ihr das? Kommt euch das bekannt vor, dass ihr euch jeden Tag Chemie ohne Ende reinhauen müsst, weil ihr ja vegan seid, weil wir vegan sind und wir haben ja eine Mangelernährung. Nicht nur unsere Kinder, sondern auch wir Erwachsenen. Vielleicht haben es manche von euch erkannt, es geht um die Bild-Zeitung. Bild am Sonntag, die haben am Sonntag einen Bericht rausgebracht. Da ging es darum, Überschrift vegane Ernährung schadet Kindern. Darunter stand, immer mehr Eltern geben ihrem Nachwuchs rein pflanzliche Ernährung. Ein 2-jähriges Kind, zu klein für sein Alter, abgemagert, litt an Blutarmut, Gehirn war geschrumpft. Dann einem 14-jährigen Mädchen fehlten lebenswichtige Nährstoffe. Ein 12-jähriger war unterernährt. Diese 3 Kinder kennen sich nicht, doch sie haben etwas gemeinsam. Sie alle leiden unter den Folgen von veganer Ernährung, haben Mangelerscheinungen. Mangelerscheinungen, würde ich jetzt mal sagen, ist schon ein bisschen traurig, dass man 3 Kinder sich raussucht. Wenn ich mich mal umgucke, wie viele Kinder wirklich ungesund sich ernähren, wie viele Kinder krank sind. Es ist traurig, dass man sich nur 3 Kinder raussuchen oder dass man sich nur 3 Kinder raussuchen kann und halt auch nicht mit anderen Kindern vergleicht. Was ich dann als nächstes lustig fand, war natürlich der Satz, es gibt Menschen, die müssen eine strenge Diät einhalten, dürfen wegen Unverträglichkeiten viel nichts essen. Aber um die geht es hier nicht. Was machen dann eigentlich diese Menschen, die eine strenge Diät einhalten müssen, wegen Unverträglichkeiten? Da geht es ja im Endeffekt darum, eine Diät einzuhalten, um gesund zu bleiben, beziehungsweise gesund zu werden. Das wird jetzt irgendwie mit der veganen Ernährung irgendwie zusammen verbunden. Also im Endeffekt ist das ja schon mal ein Widerspruch, weil wenn man eine strenge Diät einhalten muss, wegen Unverträglichkeiten geht es um die Gesundheit. Also wird das jetzt wieder mit der veganen Ernährung verbunden. Also muss doch vegane Ernährung irgendwie gesund sein. Manche Eltern zelebrieren ihre vegane Überzeugung wie eine Religion. Jetzt kommt aber als nächstes, hier geht es um die Kinder, die von ihren Eltern vegan ernährt wurden, weil diese glaubten ihnen etwas besonders Gutes zu tun. Ohne Not, ohne medizinischen Grund. Ist das jetzt eine Religion, weil ich mein Kind gesund ernähren möchte, weil ich meinem Kind was Gutes tun möchte? Wenn das eine Religion ist, dann verklagt mich. Vor allem finde ich es auch lustig, ohne Not, ohne medizinischen Grund. Das ist dann auch mal so eine Verbindung. Wenn man jetzt sein Kind vegan ernähren möchte, mit wegen Not, beziehungsweise aus medizinischen Gründen, ist es dann okay? Das ist so, warum muss dieser Zusatz mit dabei stehen, ohne Not, ohne medizinischen Grund? Also denke ich mir doch im Hinterkopf, es muss ja irgendwie doch medizinische Gründe geben, warum manche Leute sich vegan ernähren müssen oder vegan ernähren. Und dann ist es doch eigentlich wieder gesund. Das nächste, was auch wieder nicht Sinn ergibt, was eben auch zu dem mit dazugehört, Eltern sind zutiefst durchgedrungen von ihrem Auftrag, das eigene Kind gesund zu ernähren. Wenn das, was ist da dran? Religion. Jetzt kommt der gleiche Arzt, der jetzt zu diesem Thema, was ich gerade gesagt habe, mit dem gesund ernähren, ein Beispiel. Als Beispiel führt er den Fall einer Mutter aus seiner Praxis an, die ihre 3 Kinder vegan ernährte. Als ich sie auf die Gefahren aufmerksam machte, sagte der Arzt, sagte sie nur, Jesus hat auch kein Fleisch gegessen. Was ist das für ein Beispiel, dass Eltern ihr Kind gesund ernähren wollen, aber dann irgendwie, weil eine Mutter sagt, Jesus hat auch kein Fleisch gegessen. Hä? Was ich auch sehr interessant fand dann als nächstes, um die 850.000 der über 14-Jährigen leben in Deutschland vegan. 850.000 Kinder über 14 Jahren. Die wirkliche Zahl könnte deutlich höher sein. Wenn alle Kinder mangelernährt sind, dann müsste man diese Zahl wissen, weil die alle zum Arzt rennen müssten und alle im Krankenhaus liegen würden. Da wären unsere Krankenhäuser ganz schön überfordert, wenn 850.000 vegan wären und es wäre eine Mangelerscheinung, weil wir hätten dann wirklich extrem viele kranke Kinder. Wie viele unter 14-Jährige es sind, wurde nicht untersucht. Also da wurde schon mal keine Untersuchung gemacht. Eben, die wissen gar nicht, aufgrund, weil die Untersuchung nicht stattgefunden hat, wie groß dieser prozentuelle Anteil an Kindern überhaupt ist, die durch die vegane Ernährung krank werden. Das wurde gar nicht untersucht.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, also die DGE, hält vegane Ernährung im Kindesalter nicht für geeignet. Dieses Wort, wo ich mich dann aufhänge, heißt hält. Was heißt denn hält? Ich halte auch von vielen Sachen nichts, aber ist das Fakt? Nein, es ist meine persönliche Meinung, wenn ich von etwas nicht halte. Es ist aber nicht Fakt, dass es dann schlecht ist, sondern es ist meine persönliche Meinung. Die persönliche Meinung der DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ist halt eben, dass vegane Ernährung im Kindesalter nicht geeignet ist. Sie können es aber scheinbar nicht belegen, weil sonst würden sie nicht sagen, dass sie es nicht geeignet halten. Was auch noch lustig ist, dieser Ansatz vegan, das bedeutet, man isst ausschließlich pflanzliche Produkte, kein Fleisch, kein Fisch, keine Milch, kein Käse oder Honig, viel bleibt da auf den Teller nicht übrig. Ganz zum Schluss kommt noch was, also merkt euch das mal vor, was da steht. Viel bleibt auf dem Teller nicht übrig, wenn man sich vegan ernährt. Merkt euch das einfach mal, aber ich gehe jetzt hier mal chronologisch vor, ich möchte nicht vorgreifen. Das nächste ist auch nicht schlecht, ein Professor. Die schlimmste Folge von veganer Ernährung für Kinder ist der Tod. Mit dem Anhang warum? Durch fehlende Nährstoffe wie zum Beispiel bestimmte Eiweiße und Fettsäuren, Eisen, Jod und Vitamin B12 kann es zum verzögerten Wachstum, Gehirnschäden und Blutarmut kommen. Wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt, auch rein pflanzlich, ist es ja gar kein Problem. Ich denke, ich muss jetzt da auch nicht jetzt mit den Proteinen die ganzen Lebensmittel aufzählen. Aber wir haben jetzt einfach mal nur am Beispiel, haben wir grünes Gemüse, Spinat zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Dann haben wir Quinoa, das ist auch pflanzlich. Dann haben wir Linsen, die sind auch pflanzlich, die haben ein sehr gutes Aminosäurenprofil. Dann haben wir Bohnen, also sämtliche Hülsenfrüchte, die kann man sogar dann regional machen, also regional beziehen. Es muss nicht unbedingt Quinoa sein, aber ich denke mal, das sollte kein Problem herrschen. Vor allem grünes Gemüse, das ist Wahnsinn, was das an Proteine hat. Als nächstes Eisen. Ich glaube, Eisen muss ich, denke ich, auch nicht erklären. Wir haben also auch wieder grünes Gemüse hauptsächlich. Da ist mehr als genug Eisen vorhanden. Ansonsten kann man das Ganze wieder aufrunden mit Hülsenfrüchten zusammen oder halt eben diese Pseudogetreide wie Amaranth, Quinoa und Co. Und dann hat man definitiv, wenn man Gemüse, bisschen Pseudogetreide, bisschen Hülsenfrüchte, dann hat man wirklich mehr als genug Eisen, was auch verwertet werden kann. Vitamin B12 ist einfach so. Dazu möchte ich noch ein Video machen. Das soll diese Woche noch online kommen. Deswegen erkläre ich da jetzt nicht so viel darüber, über Vitamin B12, aber Vitamin B12 kann ich schon mal vorweg sagen, ist definitiv kein rein veganes Problem. Dann kommen wir zu dem Jod, das finde ich auch sehr lustig. Jodmangel herrscht allgemein bei uns in Deutschland, deswegen wird im Salz auch Jod hinzugegeben. Dann finde ich auch ganz lustig, ein nächster Doktor, seine Aussage, es gibt einen Zusammenhang zwischen Veganismus bei Kindern und Magersucht. Den Zusammenhang habe ich auch schon kennengelernt. Also die Magersucht kommt nicht oder größtenteils nicht von der veganen Ernährung, sondern diese Jugendlichen bzw. diese Kinder, die stoßen früher oder später im Laufe ihrer Magersucht auf die vegane Ernährung, weil auch viel heißt, mit vegan nimmt man einfach ab. Im Endeffekt, sie sind schon in der Magersucht drinnen, entdecken dann die vegane Ernährung für sich und rutschen dann natürlich dadurch noch mehr in die Magersucht hinein. Aber an sich selber ist die vegane Ernährung nicht dran schuld. Im Endeffekt, wenn man sich wahrscheinlich die Zahl der Magersüchtigen nimmt und wie viele davon vegan sind, müsste man wahrscheinlich eher dann behaupten, omnivore Ernährung verursacht Magersucht. Weil ja einfach eben von der Statistik her mehr Omnivoren magersüchtig sind als Veganer. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, was meine Aussage bestätigt. Bei der veganen Ernährung geht es auch um mentale Kontrolle über den Körper. Dann sagt der Arzt, ich hatte eine kleine Patientin, die mit 8 Jahren entschied, sich vegetarisch zu ernähren. Sie war sehr klug, hatte einen starken Willen. Mit 12 Jahren beschloss sie, nur noch vegan zu essen. Kurze Zeit später entwickelte sie eine lebensgefährliche Magersucht. Es gibt immer mal wieder einen Zusammenhang zwischen veganer Ernährung und Magersucht. Jetzt kam nämlich die Aussage, es gibt immer mal wieder einen Zusammenhang. Ja, den Zusammenhang habe ich jetzt erklärt. Und mal. Es gibt, wie gesagt, man kann auch, wenn man sich anders hindreht, man kann auch immer wieder mal einen Zusammenhang mit der omnivoren Ernährung und Magersucht finden. Also totaler Quatsch. Und jetzt kommt das Lustigste. Zum Anfang, halt auch von meinem Anfang mit den Supplementen. Veganer führen als Gegenargument für die einseitige Ernährung an, sie können alle wichtigen Spurenelemente durch Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Für Experten klingt das absurd. Ja, das klingt auch für mich absurd. Also,
was muss ich denn supplementieren? Ich muss Vitamin B12 und Vitamin D supplementieren. Und wenn man sich mal so umguckt, merkt man relativ sehr, sehr schnell, dass es nicht nur ein veganes Problem ist, sondern ein allgemeines Problem. Vitamin D-Mangel ist sehr weit verbreitet, nicht nur bei den Veganern. Und Vitamin B12-Mangel hat man ja gerade schon. Sie wählen eine angeblich besonders gesunde Ernährung aus und brauchen dann chemische Ergänzungsmittel. Das passt nicht zusammen. Ja. Deswegen nehmen wir auch so gut wie keine chemischen Ergänzungsmittel, aber das, was halt notwendig ist, was für Omnivoren auch notwendig wäre, das nehmen wir halt. Und das sind ganze zwei Nährstoffe. Es gibt keine feste Regel für diese unausgewogene Ernährungsform. Für jedes Kind müsse man zusammen mit einem Kinderarzt und einem Ernährungsexperten einen individuellen Diätplan erstellen, der anhand von Laborwerten ständig überarbeitet wird. Ich weiß nicht, was das jetzt mit Veganismus zu tun haben soll, beziehungsweise warum dann Veganismus schlecht sein soll. Das ergibt für mich jetzt wieder keinen Sinn. Vielleicht kann mir das einer von euch erklären. Aber im Endeffekt sagen sie ja dann eigentlich dann wieder aus, dass wenn man mit Ärzten zusammenarbeitet und einen Ernährungsplan aufstellt, Diätplan nennen die das so hier. Warum die das Diätplan nennen, weiß ich jetzt auch nicht. Diät bei einem Kind ist auch ein bisschen gefährlich, das sollte man vielleicht auch aufpassen. Laborwerte sollen überwacht werden und Ernährungsexperten, bla bla bla. Wenn vegane Ernährung so ungesund sein soll, dann hilft ein Ernährungsexperte auch nichts, dann hilft ein Diätplan nichts und dann helfen die Laborwerte auch nichts. Also ist zumindest meine Meinung. Wir sind noch nie so alt geworden wie heute. Das liegt unter anderem an unserer Ernährung. Warum Eltern sich und ihre Kinder freiwillig in die Steinzeit zurückkatapultieren, ist mir ein Rätsel. Und dann kommt irgend so ein Doktor, er wägt ab. Viele Menschen essen in Deutschland zu viel Fleisch, zu viel Süßes, zu viel Salz. Deshalb ist es grundsätzlich richtig, wenn Eltern sich Gedanken über eine ausgewogene Ernährung machen. Ja, aber wenn wir noch nie so alt wurden wie heute, wieso soll man sich dann Gedanken machen über die Ernährung und wie ist es dann überhaupt möglich? Viele Menschen essen in Deutschland zu viel Fleisch, zu viel Süßes, zu viel Salz. Das heißt im Endeffekt, diese Menschen, weil sie zu viel Fleisch, zu viel Süßes, zu viel Salz essen, deswegen werden die alt. Das ist wieder so eine Aussage, die irgendwie, also zwei Aussagen, die einfach nicht zusammenpassen. Einmal werden wir so alt wie noch nie, das bedeutet ja eigentlich, wir ernähren uns so gesund wie noch nie und wir sind alle top kerngesund. Und dennoch essen wir zu viel Fleisch, zu viel Süßes, zu viel Salz. Ja, okay, lassen wir mal so dahingestellt. Ergibt für mich keinen Sinn, ist halt einfach so. Man kann sich doch nicht einmal sagen, man ernährt sich ungesund und dann kann man auf der anderen Seite sagen, dass wir noch nie so alt wurden wie vorher und was eigentlich ja bedeutet, dass wir sehr gesund leben im Verhältnis zu früher. Jetzt kommen wir zu dem Thema, viel bleibt auf dem Teller nicht übrig. Und zwar nun, wie sieht die richtige Ernährung überhaupt aus? Dazu wird empfohlen, zweimal die Woche kann man Fleisch oder Fisch essen, dazu viel Gemüse und Obst, ab und an auch mal Süßigkeiten. Zweimal die Woche kann man, da steht nicht von muss man Fleisch essen, sondern kann man. Ist jetzt Fleisch wichtig oder nicht? Wenn Fleisch lebensnotwendig ist und vegan ungesund ist, dann kann man nicht sagen, man kann Fleisch und Fisch essen, sondern da muss man sagen, man muss Fleisch und Fisch essen. Wenn wir dann aber weiter überlegen, zweimal die Woche kann man Fisch und Fleisch essen, zweimal die Woche, dazu viel Gemüse und Obst, ab und an auch mal Süßigkeiten. Okay, ab und an Süßigkeiten ist auch nicht oft, aber viel Obst und viel Gemüse und zweimal die Woche Fleisch. Merkt ihr was? Viel bleibt da auf dem Teller nicht übrig. Jetzt kommen wir als nächstes, jetzt geht's nämlich komplett weg von der Gesundheit. Essen bedeutet soziale Gemeinschaft. Erwachsene sollten sich mal fragen, was es mit einem Kind macht, wenn es beim Geburtstag als einziger den Kuchen nicht essen darf. Es werden noch immer mehr Kinder vegan. Das mit der sozialen Gemeinschaft ist ganz interessant. Als einzigster keinen Kuchen essen dürfen. Wenn ich jetzt überlege, hier stand, wie viele unter 14-Jährige es sind, wurde nicht untersucht. Also man weiß nicht, wie viele unter 14 vegan sind. Woher soll man dann wissen, dass das Kind als einziger keinen Kuchen essen darf? Vor allem muss der Kuchen nicht vegan sein. Also der Kuchen kann ja auch vegan sein, zum Beispiel. Und jetzt kommt wieder unser toller Experte. Und viele Ärzte sagen, Veganismus ist eine Modeerscheinung und da sagt jemand, für mich ist vegane Ernährung bewusste Gefährdung des Kindeswohls. Da sagt er auch wieder, für mich. Er hat keinen Beleg, er hat keine handfesten Belege, um das zu beweisen, sondern er sagt, er gibt seine persönliche Meinung wieder.
Nur denn, ihr könnt euch den Artikel mal gerne selber durchlesen. Mich würde auch mal eure Meinung dazu interessieren. Schreibt es einfach mal unten drunter, was ihr davon haltet. Ich persönlich hänge mich jetzt nicht so sehr darauf auf. Bloß ich wollte ein paar Sachen auch erklärt haben. Das war für mich auch im Endeffekt, kann man sagen, ein gefundenes Fressen, das den veganen Gegnern sozusagen eigentlich nichts mehr Vernünftiges einfällt, was gegen die vegane Ernährung zu sagen ist. Es ist einfach nur ein Armutszeugnis und ich hoffe, ich konnte jetzt auch einigen Eltern die Angst ein bisschen nehmen vom Veganismus. Man muss sich einfach nur erkundigen und dann geht es auch ganz einfach. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Wie gesagt, über Jod, B12 und so weiter werden noch ausführliche Videos kommen. Und dann hoffe ich, schaltet ihr wieder beim nächsten Mal ein. Ciao, euer Stefan.